Hinter mir sieht man den Radweg von Hörden aus kommen in Richtung Aschenhütte. Und die Strecke hinter dem Berg, den Berg rauf, das ist ein alter Weg, der nach Düna führt. Und da gibt es halt einen kleinen Trick, wenn man in Hörden nicht direkt an der Hauptverkehrsstraße fahren will, dass man durch das Dorf fährt und dann diesen Weg runterkommt. Hier hinten geht es weiter nach Aschenhütte. Und ich empfehle, diesen Weg nicht zu nehmen, wenn man auf dem T4 unterwegs ist, weil man entsprechend natürlich einen Weg zurechtbauen müsste, eigentlich günstiger und fernab von Autoverkehr hier hinter Glashänze einbiegt, um an der Sieber entlang in Richtung Eichholz zu fahren. Da gibt es nur einen Knackpunkt, das ist eine Furt in der Sieber. Das gucken wir uns an und wir gucken uns auch an, warum es nicht so toll ist auf der frisch sanierten sogenannten alten Straße, der Osteröder Straße, mit dem Fahrrad von Aschenhütte in Richtung Herzberg unterwegs zu sein. Auf dem T4 kommt man entweder hier den Berg hinab, das ist meine Lieblingsstrecke, oder hier direkt aus dem Dorf Hörden in Richtung Glashänze. Und um halt die Hauptverkehrsstraße einmal durch Hörden zu meiden und später auch die Strecke von Aschenhütte in Richtung Herzberg, sollte man hinter Glashänze einbiegen, um durch die Feldmark zu fahren. Da kommt man dann wieder an die Sieber und kann Richtung Eichholz fahren. Hier sieht man nochmal die Brücke hinter Glashänze und an dem Weg kann man schon erkennen, wir sind wieder in der Feldmark und da kann man dann ganz super weiter in Richtung Schlossberg, aber wir bleiben natürlich unten, radeln also quasi ebenerdig entlang der Sieber, möchte man sagen. Links ist noch eine Kiesgrube und da kommt man dann eine Topstrecke in Richtung Herzberg-Eichholz. Absolut keine Autos, super schön zu fahren an der Natur und auf jeden Fall besser als der Weg zwischen Aschenhütte und Herzberg. Hier radelt man wirklich super geil direkt in der Natur. Wir sehen einen Teil des Schlossberges. Da sind wir aber nicht lang gekommen. Wir sind nämlich diese Strecke hier entlang gekommen, eben gerade ebenerdig geradelt. Mir ist kein Fahrzeug begegnet. Es ist also sehr viel sicherer als entlang der Straße zwischen Aschenhütte und Hörden, obwohl da noch ein Radweg existieren würde, aber insbesondere sehr, sehr viel sicherer als auf der Strecke zwischen Aschenhütte und Herzberg. Da ist nämlich zwar die Straße saniert, aber es gibt keinen Standstreifen, es ist ein Überholverbot. Die Situation dort schauen wir uns noch an. Es ist für Radfahrer da nicht sonderlich sicher, weil Autofahrer können entweder nicht mit nötigem Sicherheitsabstand überholen oder sie überholen trotz Überholverbot. Das ist also so, dass Autofahrer, die überholen, dazu verleitet werden, Fahrradfahrer zu gefährden. Und da ist es günstiger als Radfahrer, sich selbst zu schützen und hier den Weg durch die Feldmark, durch die Natur zu nehmen. Einziger Knackpunkt, der eventuell ein bisschen hergerichtet werden müsste bei der neuen Führung des T4, wäre diese Furt, die zu überqueren ist, die jetzt auch trocken gefallen ist. Man kann ja also mit dem Fahrrad sehr safe unterwegs sein. Wäre also zigmal besser. Vor allen Dingen, weil man von der anderen Seite auf einen Feldradweg gelangen kann, der ins Eichholz führt, der einen Berg umfährt, den die alte Osteröder Straße nimmt. Und wenn man das herrichten würde, wäre das ein großer touristischer Mehrwert. Hinter mir kann man zwar die Furt schon sehen, aber jetzt blende ich euch einmal die Karte ein, damit ihr erkennen könnt, wo es hinter Glashänze reingeht. Es gibt natürlich verschiedene Zuwege, damit man die Strecke durch die Feldmark bis zu dieser Furt findet, weil da kann man dann sehr schön einmal über die Sieber und weiter in Richtung Eichholz fahren. Da gibt es auch eine kleine Strecke, da habe ich häufiger mal gepostet, dass da ein Weg hergerichtet werden könnte. Und wenn man das Ganze ein bisschen mehr zum T4 Tourismus-Erholungsradweg
machen würde, dann wäre diese Strecke nach Herzberg hinein auch für sämtliche anderen Radfahrer, die diesen Weg wählen, viel, viel angenehmer. Jetzt gucken wir uns aber die Furt nochmal an. In diesem Sommer ist die Sieber trocken gefallen. Wer hätte das gedacht? Wir haben hier die Zufahrt zu der Furt und vielleicht können kundige Leute hier an den Steinen schon sehen, dass hier auch Leute mit Kraftfahrzeugen unterwegs ist, so wie der Schotter hier festgedrückt ist an dieser Stelle. Man sollte sich überlegen, ob man wegen dem Tourismus und den E-Bikes an dieser Stelle eventuell eine hölzerne Brücke errichtet, hölzern, weil billig, damit die Touristen sich auch, wenn Wasser in der Sieber ist, trauen, hier entlang zu fahren, weil es gibt sicherlich sehr viele Leute, die Bedenken haben, mit einem vollen Akku eines E-Bikes in einem Fluss zu landen. Und eine kleine hölzerne Brücke an dieser Strecke, die ja an sich schon existiert, wäre eine relativ geringe Maßnahme. Ja, und ich fahre hier nachher gleich durch und hier den Berg hoch und dann geht es nur noch in Richtung Eichholz. Hier kommt man dann entlang, wenn man von der Furt in Richtung Alte Straße, Osterröder Straße fährt. Die muss man dann aber nicht benutzen, weil hier auf dem festen Terrain in Richtung Aschenhütte gibt es das nämlich nicht, gibt es einen Feldweg, den man herrichten könnte. Den könnte man asphaltieren, pflastern und der führt, wenn man beim Faulbornbach weiterhin diesen Feldweg benutzt, um einen Berg herum in Richtung Eichholz und da ist man ganz, ganz wundervoll unterwegs. Hier sehen wir dann die frische sanierte sogenannte Alte Straße, Osterröder Straße in Richtung Aschenhütte und da ist ein permanentes Überholverbot. Ist man dort als Radfahrer unterwegs, ist man ein Verkehrshindernis. Es gibt auch keinen Standstreifen, dass man sich ein bisschen arrangieren könnte. Das heißt, entweder überholen die Autofahrer nicht und das sorgt halt für Ärger oder sie überholen, missachten also das Überholverbot und wenn sie mit dem richtigen Abstand zum Fahrradfahrer überholen würden, wären sie quasi komplett im Gegenverkehr oder sie missachten den notwendigen Sicherheitsabstand zum Fahrradfahrer von 1,50 Meter und gefährden diesen dann. Deswegen ist hier eine Radstrecke von Aschenhütte entlang der alten Straße, Osterröder Straße in Richtung Herzberg nicht zu empfehlen. Es wäre schöner, hier eine eigene Brücke über die Sieber zu erhalten und einen befestigten Radweg dann abseits der alten Straße in Richtung Eichholz, der auch so gestaltet werden könnte, dass ein Berg in Richtung Herzberg noch umfahren werden würde. Mehr Natur, das wertet natürlich die Radstrecke T4 in Herzberg und in der Umgebung unheimlich auf. Hier beim Faulbornbach fängt meiner Ansicht nach einer der besten Teile der Strecke an, denn hier fährt man weiterhin von der alten Straße getrennt durch kleines Wäldchen, also im Schatten, das ist schön kühl. Man ist absolut sicher unterwegs, keine Autos und hier kann man also ganz, ganz immer weiter geradeaus bis ins Eichholz fahren. Die Strecke müsste nur zurückgeschnitten werden und ich fände es gut, wenn sie asphaltiert oder gepflastert werden könnte, damit wir hier eine sehr schöne Radinfrastruktur haben. Und man bräuchte natürlich für regenreiche und wasserreiche Zeiten wahrscheinlich eine Brücke über die Sieber, damit auch wirklich jeder Tourist sich dort entlang, dort drüber traut. Auf der Karte, die ich eingeblendet habe, sieht man einen markanten Knick vor dem Eichholz. Da befinde ich mich jetzt gerade. Da kann man vielleicht auch einfach mal selber auf Maps oder auf Google Earth gucken. Hier sieht man die Ausfahrt. Hier quert man die Abfahrt von der alten Straße, der Osterröder Straße. Und hier fährt man dann halt wieder auf die normale Strecke in Richtung Eichholz. Und ich würde empfehlen, das hier als Weg zu verwenden, weil die Leute da die kürzeste Strecke entlang der alten Straße aber sicher wählen wollen, denn nochmal kreuz und quer jetzt hier durch so ein Karstgebiet voller Mücken, das wollen die Leute halt einfach nicht. Die sind quasi am Ende der Radtour T4, wollen wieder in die Stadt zurück, geradeaus und dann nicht nochmal querbeet geführt zu werden. Hier ist Natur, hier ist Schatten, hier kann man sicher unterwegs sein. Es ist nur so, dass an dieser Stelle der Weg hergerichtet werden müsste. Hier müsste einfach zurückgeschnitten werden. Das ist erstmal das Wichtigste. Gemäht werden, müsste man sagen.
Und es müsste eigentlich ein Weg asphaltiert werden, gepflastert werden, weil man kann hier sehen, der verwildert. Alleine wenn man hier mit dem Fahrrad ständig durchfährt, was ich tue, kriegt man das nicht platt gedrückt alles. Und von daher bitte mähen, bitte zurückschneiden und bitte pflastern oder asphaltieren, damit man safe ins Eichholz kommt. Das ist die beste Radstrecke, weil die alte Straße ist für Radfahrer dann auch einfach zu gefährlich. Nicht jeder ist mit E unterwegs, es sind nicht alle 20. Von daher Kinder mit Familien oder Familien mit Kindern wollen auch sicher unterwegs sein. Das hier, die Leute, die diesen Weg verwahrlosen lassen, wollen einem suggerieren, dass man hier nochmal eine Steigung hoch müsste. Bis hierhin ist man nämlich ebenerdig gefahren, aber man muss das überhaupt gar nicht. Das kann man von oben ganz gut erkennen. Man könnte nämlich auch hier durch den Wald noch ein Stückchen weiter geradeaus und dann geht es ganz gerade bis ins Eichholz. Da hinten kann man mein Fahrrad sehen. Das wäre am Beginn einer Steigung vor der Zufahrt in Richtung Eichholz. Da kann man sie auch noch mal erahnen, dass sie da hochgeht. Aber wenn man dann hier in diese Richtung guckt, dann sieht man, es geht geradeaus weiter und hinten kann man schon Häuser sehen. Das heißt, da ganz hinten kann man neben den Grundstücken, da ist es frei, auf die Straße zum Eichholz kommen und dann ist man ebenerdig unterwegs bis ins Eichholz. Das Fahrrad steht an derselben Stelle. Hier geht es einen Berg hoch, ist aber gar nicht nötig. Wie man hier hinter den Büschen sehen kann, geht es eigentlich unten ebenerdig weiter. Diese Steigung ist künstlich angelegt und man kann hier komplett entlang neben der Straße noch bis zu der Kante, wo die Bebauung anfängt, eigentlich den Weg weiterbauen, um dann da bei der Einfahrt den Radweg aus den Büschen kommen zu lassen. Das heißt, das wäre komplett ebenerdig und die Leute wären hier bequem und super schön unterwegs und da ist man dann auch schon im Herzberg Eichholz. Den T4-Radweg hier, der da rauskommt, im Eichholz vernünftig anzubinden, wäre super, weil man eigentlich hier vom Eichholz unter der Bahnbrücke hindurch einen ersten Abschnitt für einen Radweg abseits aller Straßen nach Osterode hat. Sogar schon. Da kann man durch die Feldmark geradeaus, fast ebenerdig, bis zur Straße nach Mühlenberg radeln. Ist super cool. Es fehlt dann nur zwischen Bahnschienen und der B243 eine Strecke in Richtung Bahnbrücke bei Düner, wo der Deutsche Rottweiler Club ist, damit man da auf den Straßen weiter in Richtung Osterode, wo Kaufland ist, radeln kann. Also hier wäre eigentlich ein Radfahrknotenpunkt, man müsste ihn nur herrichten. Dieser Berg ist steil, es gibt keine Standstreifen, Familien mit Kindern, die sich hier hochquälen, womöglich ohne E oder ältere Leute, sind völlig aufgeschmissen, es gibt keine Rettung. Erlöst uns von diesem Berg, damit wir neben der alten Straße zwischen Aschenhütte und Herzberg im Schatten der Bäume, am Busen der Natur, sicher ins Eichholz radeln können, von dort aus weiter in die Innenstadt und langfristig einen Verkehrsknotenpunkt haben mit einer zusätzlichen Strecke in Richtung Osterode. Das wäre super, super freundlich, weil dieser Berg ist sau anstrengend zu fahren.